Hallo, herzlich willkommen zu meinem Video. Heute ist der 25.12.2020. Der erste Weihnachtsfeiertag endet. Es ist 18.57 Uhr und ich war heute mit meinen Eltern alleine. Meine Tante war da mit dem Partner und ihrem Sohn. Und es war ganz besonders nett. Und schade fand ich nur, dass meine andere Tante nicht da war. Die fürchtete sich sehr vor Corona. Und deswegen habe ich da Verständnis, dass sie nicht unbedingt überall hinfährt, wenn während der Corona-Situation. Aber ich finde es schade, dass ich sie heuer gar nicht gesehen habe. Gestern über Weihnachten haben sie sicher alle gefeiert. Und ich möchte euch jetzt einen kleinen Auszug meiner Geschenke zeigen. Ich habe Holzkernschmuck bekommen. Und zwar dieses Halskettchen mit Schiefer und Silber. So ein ähnliches hat mein Bruder auch. Und das hat mir sehr gefallen. Deswegen habe ich mir das gewünscht. Und das ist ziemlich hochwertig gearbeitet. Und alles in so magnetischen Schachteln. Drei Schachteln habe ich da. Erstmal das Halskettchen. Das zweite ist sind die Ohrringe. Die sind auch schön. Es ist alles schön aus der Kollektion, ich finde die besonders schön. Und das dritte ist das Armbändchen. Genauso aus wie das Halskettchen, wie die Halskette, aber man trägt man das so. Das sieht auch extrem süß aus. Ich habe zu allen eine Verlängerung dazu gekauft und weil sonst wäre mir das Armband und die Halskette zu kurz. Und deswegen habe ich mir auf Amazon Verlängerungen dazu gekauft, die jetzt nicht Edelstahl oder Gold sind. Es sind Edelstahlmaterialien, aber die auch eine Zeit lang halten sollten. Auch wenn ich meinen Schmuck beim Duschen oben lasse. Heute gab es nochmal Truthahn und ja, der Tag ist ruhig verlaufen. Ich war zweimal draußen.
meine Eltern. Und es war ein angenehmer Tag. Morgen muss ich aufstehen zum Duschen. Um 9. Leider. Aber naja, muss auch sein. Und dann werden wir weitersehen. Morgen gibt's Reh. Mein Hauptweihnachtsessen. Aber halt am zweiten Weihnachtstag. Und nicht an Weihnachten. Ich habe sonst noch bekommen Amazon-Gutscheine von meinen Geschwistern, eine Pflanze und Süßigkeiten und Geld von meinen Großeltern und von meiner Tante. Aber da möchte ich nicht sagen, wie viel. Genauso wie bei den Amazon-Gutscheinen. Es war ein extrem schöner Tag heute wieder. Und ich hoffe, ihr hattet auch einen schönen Tag. Ich bin ziemlich müde. Macht das Video noch fertig und dreht dann ab. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Ciao. Macht's gut. Eure Ines, bis zum nächsten Mal.